Ja, jetzt sind sie schon etwas langsamer. So, die laufen wenigstens wieder an. Das heißt, die starten, sind auch wieder dabei. Gut. Die müssen jetzt auch weiterlaufen. Nee, ist leer. Gewaltigen Überdruck. Vielleicht sollten wir einfach die Kammer da öffnen, damit wir den Sauerstoff loswerden. Oder wir hauen den einfach direkt ins All. Ich meine, warum sammeln wir den? Es gibt keinen Grund, weshalb wir den sammeln müssten. Das ist nur Stahl. Wir könnten es schon öffnen. Können die auch wegbauen. Wir kommen da nicht mit den Rohren durch. Was ist denn das Schwarze immer? Wahrscheinlich ist einfach so hoher Druck da, dass es einfach komplett verbuggt oder sowas. Oder ist es einfach zu wenig drin? Das kann auch sein. Ich würde die Tür jetzt einfach mal öffnen. Und die gesamte Wand. Ich meine, ganz ehrlich, weg damit. So, Sauerstoffexplosion. Wir brauchen den Sauerstoff nicht für nix. Amari macht das, dann kann Amari auch gleich atmen. Nee, Amari macht das nicht. So. Oh, schauen wir mal, bis wohin es sich ausbreitet. Über 100 Kilogramm. Sieht aber schön aus. Wir bauen eine eigene Atmosphäre hier auf. Super. Ja, sieht doch schon besser aus. Das hier noch zu bauen, damit das Wasser nicht irgendwann verschwindet. Das ist ganz toll. So. So, 300, das wird knapp. Ja, und das Wasser ist schon weg. Sehr gut. Können wir die einfach ersetzen durch die Hochdrucksachen. Sollte eigentlich auch gehen. Obwohl wir haben noch eine Tonne drin. Na, jetzt geht's. Nicht mehr. Das Wasser ist weg. Verschwunden. Verdunstet. Okay. Wir können auch kurz ein bisschen was reinpacken. Gut, dass ich es nicht weggebaut habe. So, damit da gegessen wird, müssen wir das ja mal nach unten setzen. Die sind aber gut weit, schon weit gekommen. So, du machst keine Bauzyplerung, du gehst essen. Gut. Wir ersetzen dann diese Gasausgänge durch einen Hochdruck. Oder wenn ich es aber so könnte.
Hier können wir den Boden da auch einfach weghauen. Wozu brauchen wir den denn da? Obwohl, das können wir später machen. Da brauchen wir nicht einen Ersatz erstmal dort. Musst du jetzt gerade du essen? Ich dachte, du hättest schon gegessen. So. Geh essen. Gut. Bärenmatsch. Hassan hat sich natürlich seinen besten Schlafplatz ausgesucht. Hatten wir schon mal mit jemandem. So, dann bauen wir die mal auf 9. So, da war wirklich sehr viel Sauerstoff drin. Also immer noch über 300, fast 400 Kilogramm hier haben. Sieht aber auch schön aus. Ja, die Sonne ist ein bisschen schwächer dadurch. Und aus. Jetzt ist die Sonne aus. Wir haben sie ausgemacht. So, esst. Gut. Dann pushen wir noch einmal das da. Und die Anlagen hier oben. Dann hätten wir zumindest mal diese Reihe hier. Ist doch auch was. So, unser Wasserstoff ist bestimmt leer. Nee, läuft noch. Oxalite, Steckschnecken. Ich nehme Schnecken. Wasserstoff ein bisschen. Läuft wieder. Das dauert aber noch. Jawohl, Kondensation bei 161 Grad. Wir kommen wieder ein bisschen rein. Ein bisschen Erdgas, das wird ein bisschen abfangen, obwohl es nicht viel ist. Aber es läuft wieder ein bisschen an. Das heißt, die Farm läuft auch wieder 100%. Das ist die Farm. Ja, haben sie wieder runtergekühlt. Wieder auf 31 Grad. Schauen wir mal auf die andere Farm. Körpertemperatur, ja, da stimmt was nicht. 22 Grad, wie kalt ist es denn jetzt? 21. Wir schauen mal, wir machen das mal auf 28. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch.
Ich hoffe, den haben wir richtig rumgebaut. Oh je. Der geht. Ach, du meine Güte. Okay, das ist zum Kühler. Ich habe jetzt einfach die Einstellung übernommen, das wäre jetzt blöd. Der geht in den Kühler. Der geht in den Kühler. Das ist der erste, das ist bei dem der zweite. Dann warten wir es bloß andersrum rein. Wenn ihr hier merkt, das ist über 28 Grad, dann schickt ihr den durch den ersten durch. Ich glaube, ich hoffe. Wenn der Stehenpapier kaputt geht, sehen wir es dann. Förderschiene blockiert? Wie kann denn das sein? Oh, deswegen. Ein bisschen runterschalten. Warum packt er den dann nicht hier rein? Weil er auf Stufe 5 ist, oder wie? Wir den auf Stufe 8. Ach, weil der selber auf Dingens ist. Okay. Machen wir eben auf 8 und diesen auf 9, nicht wahr? Ja. Dann sollte es gehen. Der kann dann immer weiter produzieren. Weil der ist ja dadurch. Ja, der aktiviert den dann selber. Okay. Ah, die ist noch dabei. Ja. Immer noch. Den ist immer noch nicht fertig gebaut. So, das sollte ein bisschen mehr Spielraum haben, wenn das mal, wenn der Sauerstoff mal weg ist. Aber doch Munition? Ja, fast gar keine Munition mehr. Ach, du meine Güte. Alles fällt jetzt irgendwie auseinander. Aber der Vulkan funktioniert noch, oder? Wo ist denn der Vulkan? Wo ist denn der Vulkan? Wo ist der Vulkan? Da unten. Er läuft immer noch. So, okay, jetzt Produktionsversorgung für Joshua. Wohin auch immer. Ah, Leichstein. Kannst du vergessen, du gehst essen. Gut, essen selbst. Okay, ich stelle mal die Raketen auf Besatzung und keine Besatzung rein, weil es ja Blödsinn, wenn sie extra zur Rakete hochrennen, nur zum Essen. Was soll denn der Schwachsinn? Okay, ist ja besser vielleicht da. So, Wasserstoff müssen wir jetzt leider ausmachen. Wir brauchen den Rest.
Ich hoffe, wir haben genug Petroleum angesammelt. Ein bisschen. Wir wissen nicht viele. Amari ist wieder am Verhungern, aber Amari arbeitet hier nicht. Was macht denn Amari schon wieder? Das könnt ihr hier mal aufwischen. Gut, Amari ist hier. Ich hoffe, Amari geht jetzt essen. Geht etwas herstellen. Okay, sehr gut, Amari. Weißt du was? Renn einfach hier rein. Aber einfach das mal so gelöst. Und Steve gibt noch einen Daumen nach oben. Hast du gut gemacht, Essen. Essen gut. Ja. So, lausige Mahlzeit, aber erschöpft. Gut, fertig. Mari darf hier wieder raus. Schon etwas kälter. Wie kalt ist denn das Wasser? Kühlmittel derzeit? -236, 63. Ja, schon sehr kalt. Okay, wir pumpen das mal da raus. Wir könnten es auch ein bisschen aufwärmen, ne? Wir pumpen das mal da raus. Weg damit. Gut, damit können wir schon mal 10 Felder weit fliegen. Also wir passen da nochmal 9 Kilo. Damit hätten wir ungefähr 36. 36 Tonnen an Flüssigzeug, das wir mitnehmen können. 10 Felder weit. Nicht zum Öligen. 20%. Was heißt denn das? Ich meine, das ist wahrscheinlich 20% von der Gesamtmasse, nicht wahr? Wir hätten also ungefähr 8 Tonnen, das heißt, so viel ist da gar nicht, was wir mitnehmen können. Trotzdem sind 8 Tonnen Wolfram, 8 Tonnen Wolfram, gar nicht mal so schlecht. Oder wir haben, wenn wir was mitnehmen von dem jeweiligen Typ, also fest, flüssig oder gasförmig, eine bestimmte Prozentzahl von dem, was wir mitnehmen können unter diesem Typ, und da das flüssig ist, würden wir 40 Tonnen flüssig Wolfram mitnehmen. Das funktioniert bestimmt so. Ganz bestimmt. Also eine Seite haben wir schon mal fertig, ein Turm. Jetzt brauchen wir noch 3 andere Türme. Die sind alle komplett gestresst. Na super. Besonders Harold. Volle Blast. Harold hat immer irgendwas. Nee, das war Joshua. Harold ist... Obwohl, Harold hat auch nichts anderes. Er macht Gefahren gut graben.
So, den lasse ich mal diesen Zyklus noch aussetzen. Dann machen wir im nächsten Zyklus, vielleicht zur Mittagszeit, den nächsten Turm. Beziehungsweise die Hälfte vom nächsten Turm. Das hier müssten wir sowieso mal aufbohren. Jetzt noch nicht. Also wir lassen das langsam so weiterlaufen. Das dauert ja ewig. Ich meine, der Einzige, der hier baut, ist Amari. Der kann das nicht alles alleine machen. So, haben wir eigentlich da schon Sauerstoff drin? Der speichert natürlich. Hier haben wir nicht. Dann rein damit. Hopp. Oh. Oh. Es ist kaputt. Das reparieren wir dann mal schnell. Es ist wohl geschmolzen von allen Dingen. Ist denn noch irgendwas Wichtiges geschmolzen? Das sieht alles so wichtig aus. Ja, das Rohr für das extra Wasserstoff, was zu viel wäre. Ist auch geschmolzen, okay. Das können wir auch mal reparieren. Hopp. So, was war das? Das war Wasser wahrscheinlich. Ja, das war Wasser. Das ist auch geschmolzen. Okay. Das können wir auch mal reparieren. Ich glaube, der läuft so durch. Lop. Ja. Petroleum war schon kaputt. Oder ist es die Ölleitung? Nee, ist sie nicht. So läuft sowieso ein bisschen leer. Ist immer noch Sauerstoff, der entflieht. Ah. Da kommt er rein, weil wir alles wieder weghauen. Okay, die Batterien sind voll, dann schließen wir das. Wie weit kommen wir denn jetzt mit der Rakete? Immer noch 10 Felder. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen mehr gesammelt. Nichts. Mitteltechnisch müssten die noch einen Zyklus warten. Damit endlich mal wieder was essen.